einer Welt, abseits unseres alltäglichen Lebens, liegen die Grauzonen der Gesellschaft. Die Straßen, auf denen das Recht von heute mit dem Verbrechen von morgen kollidiert. In diesen Randbereichen kämpft ein neuer Schlag von Männern, um dem Gesetz Geltung zu verschaffen. Man nennt sie einfach Highwaymen. Dies ist die Geschichte eines dieser Männer. Deputy? Haben Sie das Schild nicht gesehen, Mister? Sie dürfen hier maximal 45 Meilen fahren. Es ist schwer, überhaupt was zu erkennen mit Ihrem starken Scheinwerfer im Gesicht. Machen Sie Geschwindigkeitskontrollen immer mit Hubschraubern? Nein, Marshall. Sie sind was Besonderes. Sie wissen, dass ich Marshall bin? Man spricht darüber. Man erzählt sich eine Menge über Trucker in ihren Hightech-Kisten. Sie arbeiten für die Regierung. Sie sind Highwayman. Wenn Sie wissen, wer ich bin, wissen Sie auch, dass Sie mir nichts zu sagen haben. Wenn Sie jetzt so freundlich wären, die Straße frei zu machen. Tut mir leid, Marshall. Sie sind verhaftet wegen Geschwindigkeitsübertretung. Entweder wir fahren jetzt beide zum Gerichtsgebäude, oder wir regeln das Ganze gleich hier. Wirklich? Dann regeln wir doch das Ganze. Na schön, hier haben Sie Ihren Strafzettel. Sicherheitsfrequenz 1. Ich hab doch gesagt, du sollst dich da raushalten. Es ist wohl das Beste, wir würden uns treffen. Das wollte ich dir auch gerade vorschlagen. Hast du mir nicht was zu sagen? Du solltest dich da raushalten. Warum bist du übergelaufen? Hältst du das wirklich für möglich? Du hast Geheimunterlagen gestohlen. Das ist die einzige Erklärung. Nein. So banal ist die ganze Sache nicht. Warum hast du es dann getan? Deswegen bin ich nicht hier. Okay, also warum bist du hier? Ich werde dich töten. Die Waffe weg! Steve, ich weiß nicht, was in dich gefahren ist. Aber ich gebe dir noch eine letzte Chance. Du lässt mir keine Wahl, Steve! Steve?